Endlich mal wieder einen Movie-Trivia, dass ich das noch erleben darf. Wobei, eigentlich stimmt das ja nicht ganz, denn letztes Mal hatte ich ja versprochen, dass ich ein Serien-Trivia mache. Heute kommen also nur Fakten zu euren Lieblingsserien. A wire? You want a wire? I got a wire. Speak into the mic, bitch! Heute kann man sich Breaking Bad ohne Walter White und Jesse Pinkman, aka Aaron Paul, wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Aber hättet ihr gedacht, dass Serienerfinder Vince Gilligan eigentlich geplant hatte, Jesse nach der ersten Staffel zu töten und Walter White dann auf einen Rachefeldzug zu schicken? Gut, dass es nicht so gekommen ist. Mittlerweile gilt Aaron Paul als Star. Jesse ist eine der wichtigsten Figuren der ganzen Serie und ohne ihn wäre das Ganze wahrscheinlich nur halb so spannend. Wisst ihr eigentlich, warum die Simpsons gelb als Hautfarbe haben? Serienerfinder Matt Groening hat das mal erklärt. Er meinte, dass die Amerikaner ein sehr, sehr starkes Zapping-Verhalten haben. Das heißt, sie schalten wahllos durch die zahllosen Kanäle durch, die sie da haben und hoffen dann irgendwo hängen zu bleiben. Matt Groening dachte sich, gelb ist so eine schöne Signalfarbe. Wer da so durchschaltet, der bleibt dann bestimmt bei den Simpsons hängen. Und so war es dann scheinbar auch, denn mittlerweile gilt die Simpsons als eine der erfolgreichsten Serien überhaupt. Gelb scheint es hier also gerockt zu haben. Alle Fans von Game of Thrones kennen wahrscheinlich sie hier, das ist Shay, die prostituierte Freundin von Tyrion Lannister, die tatsächlich eine Deutsche ist. Sybil Kekilli kommt aus Deutschland und hat hier schon eine große Filmkarriere hinter sich. Unter anderem hat sie den Deutschen Filmpreis gewonnen für den großartigen Film Gegen die Wand, den ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Und sie hat auch noch eine weitere Filmkarriere, denn sie war tatsächlich vorher mal Pornostar. Ja, das wissen wahrscheinlich relativ wenige, aber die Bild hat das damals aufgedeckt, als Gegen die Wand gerade in den Kinos lief. Und einen Riesenskandal daraus gemacht. Vielleicht habt ihr Sybil Kekilli ja auch in so großartigen Produktionen wie die mega geile Kükenfarm und tierisches Teenie-Reiten mal gesehen. Auf jeden Fall scheint sie den Skandal gut überwunden zu haben. Tatsächlich ist Sybil Kekilli aber nicht mal der einzige Pornostar, der in Game of Thrones mitwirkt. Insgesamt sind es sogar 6 Pornodarstellerinnen, die bevorzugt als Bordelldamen oder ja, Prostituierte in Game of Thrones mitwirken. Und da wir ja gerade bei wichtigen Seriencharakteren waren, die eigentlich mal sterben sollten, kommen wir doch mal zu Lost. Dort sollte eigentlich Jack in der ersten Folge sterben. J.J. Abrams wollte Michael Keaton, den ehemaligen Batman-Darsteller, haben, der Jack spielen sollte und wollte gleich in der ersten Folge klar machen, dass Lost eine Serie ist, die mit den Gefühlen der Zuschauer spielt und für jede Überraschung zu haben ist. Deswegen sollte Jack erst als Held aufgebaut werden, sodass die Zuschauer denken, ah, das ist also der Hauptprotagonist, und dann mitten in der ersten Folge sterben. Dann hat aber der Sender ABC gesagt, ist nicht, wir können doch nicht in der ersten Folge schon die Zuschauer verarschen. Hat gesagt, dass Jack überleben soll, Michael Keaton hat daraufhin gekündigt und Jack wurde plötzlich der Hauptcharakter der ganzen Serie. Ed O'Neill kennt ihr sicherlich noch alle aus Eine schrecklich nette Familie, ein großartiger Comedy-Darsteller, der mittlerweile auch in einer anderen Serie mitspielt namens Modern Family. Und neulich gab es eine Folge, in der er diese Zeitung gelesen hat. Und da konnten sich sehr, sehr spitzfindische Zuschauer sogar erinnern, dass er diese Zeitung schon mal gelesen hat. Und zwar in Eine schrecklich nette Familie. Liest er also etwa seit 20 Jahren dieselbe Zeitschrift? Nein, so ist es natürlich nicht. Es ist eher so, dass diese ganzen Props, also die ganzen Hilfsmittel, die in Serien eingesetzt werden, wie zum Beispiel Kaffeetassen, die im Friends-Haus rumstehen oder eben Zeitungen, dass die natürlich auch dem Studio gehören müssen. So eine Zeitung hat natürlich verschiedenste Artikel, unter anderem mit Fotos, die alle rechtlich abgeklärt werden müssen. Damit so eine Serie sich aber nicht ständig um neue Fotos und Artikel kümmern muss, benutzen die meisten Serien und Filme einfach die immer gleiche Zeitung. Diese Zeitung werdet ihr also auch in anderen Filmen und Serien immer mal wieder sehen, denn die wird seit rund 40 Jahren in Hollywood eingesetzt. Und den nachfolgenden Fakt konnte ich erst fast gar nicht glauben, denn dass CGI und Spezialeffekte in Filmen immer wieder eingesetzt werden und auch in Szenen, wo man es gar nicht glaubt, das wissen wir alle, aber in Serien, das hätte ich nicht vermutet. Hier habe ich mal ein paar Szenen aus so einem Showreel von einer Spezialeffektfirma, die unter anderem für 24 oder für Monk die Spezialeffekte macht. Und jetzt werdet ihr sagen, was denn für Spezialeffekte? Und wie ihr hier seht, sind es manchmal die unwahrscheinlichsten und unscheinbarsten Dinge, die per Spezialeffekte erzeugt werden, ganze Straßenzüge, irgendwelche Jahrmärkte oder Katastrophenschauplätze. All das wird mittlerweile per Computereffekt erzeugt und die sind manchmal so unmerklich, dass man es eben nicht mitbekommt. Ich habe euch das Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort seht ihr unter anderem auch Ausschnitte aus
Game of Thrones, denn da wird natürlich sehr, sehr viel mit Computereffekten gearbeitet. Sehr, sehr spannend, sich das mal anzugucken und zu schauen, was da mittlerweile überall gefaked und getrickst wird. Prison Break gibt es ja leider nicht mehr, war eine sehr, sehr, sehr spannende Serie um einen Gefängnisausbruch. Und der war so minutiös geplant, dass in den USA in kürzester Zeit verboten wurde, diese Serie auszustrahlen. Dort können sich die Gefangenen ja auch auf dem Fernseher mehrere Serien angucken oder Filme. Allerdings nicht mehr Prison Break. In insgesamt 13 Gefängnissen wurde diese Serie verboten, damit die Insassen nicht auf dumme Gedanken kommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Hardcore-Fans diesen Fakt von euch kennen. Wusstet ihr, dass in South Park in jeder einzelnen Folge ein Alien irgendwo versteckt ist? Ich habe euch hier mal ein paar Beispiele gezeigt. Es gibt auch ganze Webseiten, die sich um dieses Thema kümmern, wo alle möglichen Screenshots zu sehen sind, in denen tatsächlich bewiesen wird, dass in jeder Folge ein Alien zu sehen ist. Das nenne ich mal krass. Doctor Who ist mittlerweile eine der beliebtesten Serien, gerade im Science-Fiction-Gebiet, und diese Serie gibt es schon seit 1963. Die habe ich als kleiner Junge sogar schon gesehen, ich weiß gar nicht mehr mit welchem Doktor. Mittlerweile sind es über 800 Folgen, die dazu gedreht wurden, und wenn man die alle am Stück gucken würde, dann bräuchte man 20 Tage am Stück, um sich diese Serie anzugucken. Also wer jetzt nachholen will, sollte jetzt anfangen und ist dann irgendwann im August fertig. Und als Abschluss noch ein kleiner Gimmick-Fact. In der Serie The Walking Dead müssen alle Darsteller der Zombies vorher in eine Zombieschule, um zu lernen, wie man sich denn bewegt. Und die Macher gehen sogar noch weiter. Denn damit die Zombies wirklich echt wirken, werden hinterher alle Blinzler der Zombie-Darsteller herausgeschnitten bzw. per Spezialeffekt eliminiert. Denn Blinzeln, das ist ein menschlicher Reflex, den Zombies natürlich nun mal nicht haben dürfen. Deswegen ist das in der Serie nicht zu sehen. Achtet mal darauf. Vielleicht findet ihr ja einen Zombie, der blinzelt in The Walking Dead, dann haben es die Macher einfach mal verpeilt. So, das war zur Abwechslung mal ein Serientrivia. Ich bin froh, dass ich das mal wieder machen konnte. Als nächstes folgen wieder ganz normale Movie-Trivias. Da habe ich ein paar coole Sachen zu Filmenden gefunden, zu berühmten Blockbustern. Die würdet ihr nicht glauben. Freut euch darauf. Ich hoffe, beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal dauert es nicht ganz so lang. Dieses Format gefällt mir. Ich hoffe, euch auch. Das könnt ihr mir einfach mitteilen. Ansonsten sage ich tschüss. Die letzten findet ihr hier. Und ich bin jetzt erstmal raus. Tschüss.